Moin, moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder aus dem Gartenhaus. Es hat sich hier nämlich einiges getan. Ein Bett steht mittlerweile hier drin, beziehungsweise eine Couch. Das war mal ein Bett. Ja, das wurde hier in der Hälfte komplett durchgeschnitten und dann wieder zusammengebaut, dass das hier so eine Art Couch wird. Und ja, später kommt da dann noch eine Matratze drauf. Vorher will ich das hier noch abschleifen und dann wieder lackieren, dass das alles schön aussieht. Laminat hält soweit. Wir haben jetzt hier bereits Stühle, einen Tisch, schön so Kerzen, wie nennt man das hier, Laterne. Ja, richtig schick. Dann habe ich hier noch so eine schöne Raketenofen bzw. Feuertonne besorgt für draußen. Ein kleiner Spiegel hängt auch schon. Django Okavango. Auch mit dabei heute. Gestern habe ich hier bereits diese Wand verkleidet. Das sah nämlich vorher so aus. Und jetzt so. Ich bin aber noch nicht ganz fertig geworden. Das mache ich jetzt gleich noch hier zu. Und dann kommt hier später eine richtige Tür rein, beziehungsweise eine aus Plexiglas mit Holzrahmen. Da werde ich euch auch noch mitnehmen, wenn ihr Bock drauf habt. Vielleicht machen wir später noch ein kleines Süppchen, vielleicht quatschen wir noch ein bisschen was. Und ja, heute wieder mal ein ganz chilliges Video. Man darf hier ja kein Trash mehr machen, nichts mehr mit Unterhaltung, ein bisschen sein Humor. Also wenn ihr Bock drauf habt, dann bleibt doch dran. Es könnte spannend werden. Oder auch nicht. Gut. Antocha Absolut. Des Waldes reine Seele. Also das ist ja hier der Eingang. So. Da kommt dann eine Tür rein später. Und hier war vorher auch ein Rahmen, den haben wir jetzt hier provisorisch erstmal ja zugemacht, damit hier erstens nicht die Wärme reingeht, zweitens, damit es nicht reinregnet, drittens, damit es hier nicht reinwindet. Und das möchte ich auch alles zumachen, eine richtige schöne Wand daraus machen, genauso wie hier, schön mit Laminat. So, als erstes müssen wir hier wieder abmessen, das ist hier 1,25,5 gewesen. Messe. Dann habe ich hier immer eine Seite markiert. Zack. 125,67 oder so war das. Und dann hier die andere Seite auch noch mal. Dann haben wir nämlich einen geraden Winkel. Zack. Ja, wir messen jetzt erstmal 3-4 Stück ab und dann sägen wir alles, damit das nicht irgendwie hin und her ist und durcheinander. Ich glaube, so ist das besser. Gut. Hier, meine schöne Baumsäge, mit der habe ich mein Grubenhaus gebaut und mit dieser hier teilweise auch, glaube ich zumindest, oder? Ne, diese nicht, aber diese auf jeden Fall, damals, mein schönes Grubenhaus. Gut, die ist auch schon verrostet, die sägt aber. Ja. So, dann gucken wir mal. Ast rein, würde ich sagen. Diese Leisten nennt man übrigens Profilholz. Die sind meistens aus Kiefer oder Fichte. Ich glaube, das hier ist jetzt Fichte. Ja, in verschiedenen Preisklassen auch. Wir haben jetzt hier die gängigsten genommen, einfach weil wir machen sowieso eine ganze Wand daraus. Das heißt, erstmal außen verkleiden, dann kommt hier in die Zwischenwand noch das Dämmmaterial und dann von innen nochmal mit Laminat. Und ich sag mal, für ein Gartenhaus reicht das dicke. Gut, die eignen sich auch ideal für so den Außenbereich, weil die werden ineinander gesteckt. Und wenn es dann regnet,
dann tröpfelt das hier einfach die Wand hinunter und geht nicht in das Holz hinein, sofern man das hier versiegelt mit Ölen oder ja, irgendwelchen Beizmitteln. Dann schieben wir das Teil mal da rein, oder? Ruhig. Zack. Das müsst ihr alles bündig anlegen. Und zwar habe ich gestern den Fehler gemacht, dass ich hier Schrauben reingedreht habe. Das ist ein großer Fehler. Vielleicht gibt es da passende Schrauben zu. Dann müsste man aber auch vorbohren, ein kleines Loch und dann die Schraube rein, weil das Holz sehr schnell reißt. Ich zeige euch das mal. Hier sieht man das sehr gut. Ist das Holz gerissen. Ja, die Schraube dann so ein bisschen wieder raus. Und ja, das ist ein Fehler. Deswegen habe ich sie jetzt nicht ganz reingeschraubt. Und jetzt mache ich weiter mit Nägeln. Schon mal gut aus. Dann geht das jetzt so fröhlich weiter. Wir haben jetzt hier ein Problem. Und zwar da ist hier dieses Fundament, dieser Sockel hier aus Holz, ist bereits schon etwas morsch. Hier hört auch das andere Profilholz auf von innen und dieser Bereich ist komplett frei. Ja, und ich habe mir gedacht, wir messen das jetzt einfach mal hier aus. Gute 42 cm. Schneiden wir jetzt hier von so einer Leiste aus und nageln die hier dran. Dann können wir auch unser Profilholz weiterhin annageln. Andere Möglichkeit sehe ich jetzt hier nicht. Falls ihr euch fragt, warum die Säge so langsam sägt, das ist eine Japan-Säge. Die ist dafür gedacht, um gerade und feine Schnitte zu machen. Weil das Holz eh schon morsch ist, habe ich hier jetzt auch längere Schrauben, wollte ich sagen, Nägel genommen. Die gehen dann so tief rein, damit das auch alles sitzt. Und dann hoffe ich mal, dass das ausreicht. Für die nächsten Jahre zumindest. Ha, wer weiß. Ja, drin ist auch noch fest. Das habe ich jetzt gespürt. Zack. Ich denke, das sollte reichen. Django. Passt du auf? Hä? Django. Guck mal. Ja, das ist das Ergebnis des heutigen Tages. Es wird so schnell dunkel. Aber gestern was gemacht, heute was gemacht und langsam nimmt das hier alles Gestalt an. Das Ganze streiche ich jetzt nochmal, dann sieht das aus wie hier vorne. Da haben wir extra einen speziellen Lack für besorgt. Und ja, soll schön einheitlich aussehen. Ja, ansonsten würde ich sagen, falls euch das Video gefallen hat, wie immer gerne Daumen nach oben da lassen. Ich freue mich drüber, Django ebenso. Und ja, hier gibt es regelmäßig Videos rund um die Natur, falls noch nicht abonniert. Gerne abonnieren. Bis zum nächsten Video. Gut.